wusstest du, die Fixies sind klitzekleine Wesen. Sogar mit einer Lupe sind sie fast nicht zu sehen. Es ist fast nicht zu glauben, sie sind so winzig klein. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Der Ballon. Keine Chance, du triffst daneben. Kein Problem. Ha, das kann doch jedes Kind. Ich wette aber, du schaffst es nicht mit einem Bodenaufprall dazwischen. Pass auf. Oh, wenn meine Eltern das erfahren. Vielleicht sollten wir Simka rufen? Simka! Und was wird Simka mit uns anstellen, wenn sie das sieht? Was habt ihr denn wieder angestellt, hä? Huh? Ihr solltet mit dem Ball nicht drinnen spielen. Und jetzt müssen wir deine Lampe reparieren. Aber wie? Da kommt ja jetzt nur mein Papa oben dran. Wieso nur dein Papa? Auf dem Regal steht ein Heißluftballon. Der kann nicht fliegen. Das ist nur ein Spielzeug, siehst du? Für dich ist es vielleicht nur ein Spielzeug. Doch für uns Fixies ist er vollkommen echt. Wenn ein Objekt leichter als Wasser ist, dann steigt es an die Oberfläche. Und genauso steigt etwas, das leichter ist als Luft, nach oben. Wusstest du, dass heiße Luft leichter ist als kalte? Das bedeutet, dass der Ballon hochsteigt, wenn man die Luft in ihm erwärmt. Heißluftballons nutzen spezielle Gasbrenner, um ihre Luft zu erhitzen, damit sie leichter werden. Und je größer der Ballon ist, desto mehr Leute kann er steigen lassen. Ich weiß, was du meinst, aber wo finden wir einen Brenner? Glaubst du, Fixies haben keine eigenen Brenner? Ha! Klar haben wir welche! Hol ihn mal runter und ich bringe unsere Eltern her. Nein, nein und nein! Das Menschenkind darf uns niemals sehen! Hör mal zu, Simka. Wir sind auch nicht damit einverstanden, dass es dich und Nolik sieht. Er wird nicht gucken! Papus, bitte! Du hast immer erzählt, wie du vom Fliegen geträumt hast seit deinem Astronautentraining. Ja, 2 Jahre war ich in Bereitschaft, war aber nie im All. Du hast auch nie einen Heißluftballon geflogen, mein Schatz. Dann sind wir uns also einig. Ich hab sie überredet. Es gibt nur eine Bedingung, du darfst nicht gucken. Okay. Ihr könnt jetzt kommen. Alles bereit für den Brenner. Wird vorbereitet. Abflugsgenehmigung? Genehmigung bestätigt. Und schon geht's los. Hurra! Er fliegt! Nicht gucken. Dreh dich um. Oh, es war aus Versehen. Ich werde den Schaden begutachten. Ich bleibe auf Flughöhe. Ja, Sie haben das Ziel erreicht. Heißluftballons sind fantastisch. Ich frage mich, wer sie erfunden hat. Das waren die Mongolfiers. Der Heißluftballon wurde im 18. Jahrhundert von den Mongolfier-Brüdern in Frankreich erfunden. In jenen Tagen gab es keine Gasbrenner. Also wurde die Luft im Ballon erhitzt, indem Stroh verbrannt wurde. Anfangs gab es keine Passagiere im Ballon. Außer den Fixies natürlich. Ich meine, wie sonst hätte der Ballon ohne sie abheben können? Unglücklicherweise wurden die Namen der Fixies, die jenen Flug unternahmen, nicht in die Annalen der Geschichte aufgenommen. Die Passagiere des nächsten Fluges waren Tiere. Ein Bock, ein Hahn und eine Ente. Und erst als die drei nach einem vollen 4-Kilometer-Flug sicher gelandet waren, trauten sich auch Menschen im Heißluftballon zu fliegen. Seit ihrer Erfindung sind Heißluftballons auch bekannt unter einem anderen Namen, Mongolfiers. Hurra! Didisch! Didisch! Alles klar! Simka, sag deinen Eltern bitte, dass ich ihnen wirklich sehr dankbar bin. Okay. Übrigens, du kannst dich umdrehen.
was, Simka? Lass uns den Ballon genau wie sie fliegen. Auf keinen Fall, Nolik. Dazu bräuchten wir den Brenner. Aber Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Ich lass euch schweben. Ich muss ihn sowieso noch zurück aufs Regal stellen. Schwingt euch rein und auf geht's! SMS. Hey, die Luft ist rein. Oh, sieh mal hier, ein Handy. Vielleicht hat Tom Thomas ein neues bekommen. Oh, wow. Nolik, halt. Wie toll. Das ist nicht meins. Oh, Kathi hat es hier vergessen. Kathi! Kathi! Sie ist weg. Schon zu spät. Oh, eine SMS ist angekommen. Du willst sie doch nicht etwa lesen? Natürlich nicht. Aber was, wenn es wichtig ist? Tom Thomas, wag es nicht, ihre Briefe zu lesen. Aha, sehr interessant. Ach nee. Hier sind ja Tonnen von Nachrichten. Hey, Nolik, du gehst und lenkst ihn vom Telefon ab. Aha. Kaugacke! Hey! Ich bin's, dein Kumpel Nolik. Hey, du! Backe, hör es auf. Hör auf, das reicht jetzt mit dem Bellen. Raus jetzt mit dir, sofort. Geschafft. So, jetzt ist es abgeschaltet. Was soll das? Eben ging das Handy doch noch. Oh, dann hast du es wohl kaputt gemacht. Wie? Habe ich nicht. Hast du wohl? Naja, Tom Thomas, jetzt musst du es wohl Kathi so zurückgeben. Wie kann denn das sein? Das ist passiert, weil du die Nachrichten von anderen gelesen hast. Es war nur eine SMS. Eine SMS ist nichts anderes als ein Brief. Sie ist bloß kürzer. Leute senden SMS mit ihren Handys. Und deswegen ist es gemein, jemanden ins Handy zu schauen und dessen SMS zu lesen. Das ist wie, als wenn man Briefe von jemandem lesen würde. Und deswegen haben wir Fixies immer unsere Kopfhörer auf, wenn wir in einem Handy arbeiten, falls jemand anruft. Auf diese Weise hören wir nicht die privaten Gespräche anderer Leute. So etwas gehört sich einfach nicht. Versprech's, ich werde nie mehr Nachrichten anderer lesen. Aber davon wird das Handy auch nicht wieder heil. Und jetzt? Sagen wir ihm die Wahrheit? Keine Sorge, Tom Thomas. Denn wir haben's ausgemacht. Und jetzt werden wir es anschalten. Siehst du? Die Kontakte berühren sich nicht. Wir schreiben einfach eine Nachricht an die Fixies bei Kathi. Die können es sicher reparieren. In jedem Zuhause leben Fixies und sie haben immer sehr viel Arbeit zu erledigen. Erst spinnt das Fernsehgerät, dann geht die Türklingel kaputt, die Waschmaschine gibt ihren Geist auf oder das Telefon will nicht klingeln. Und außer all dem müssen Dinge aufgeräumt und geölt werden. So wie zum Beispiel die Küchengeräte oder Kinderspielzeug und solche Sachen. Moderne Haushalte sind voll von allerlei Apparaten. Und deswegen müssen Fixies Tag ein und Tag aus arbeiten. Leider kann die viele Arbeit die Fixies oft sehr in Anspruch nehmen. Und so vergessen sie ihre Fixie-Verwandten und ihre Freunde, die in den Nachbarshäusern und Wohnungen leben. Und das gehört sich nicht. Genau wie Menschen müssen Fixies sich gegenseitig öfter besuchen gehen, sich Briefe schreiben oder sich wenigstens Grüße senden.
die Besten. Jetzt kann ich Kathi anrufen und ihr sagen, dass ihr Handy hier ist. Thomas, rufst du an? Ja. Und wen denn? Kathi? Und wo ist ihr Handy? Oh. Thomas, gut gefangen. Wow, du bist schnell. Wie ein Fixie. Der Hebel. Du bist so stark. Die Hantel ist so leicht, dass ich sie mit meinem Finger heben kann. Na toll. Aber kannst du auch deinen Nachtschrank hochheben? Ich weiß nicht. Hab's nie probiert. Dann versuch's mal. Haha, keine Chance. Dabei bist du so viel größer als dieser Nachtschrank. Aber guck ich. Ich kann diesen großen Bleistift hochheben. Wer ist jetzt stärker, du oder ich? Ich bin's jedenfalls nicht. Die Fixies mögen ja sehr klein sein. In Wahrheit sind sie doch viel stärker als Menschen. Doch, es stimmt. Was, ihr glaubt mir nicht? Gut, wer ist stärker, ein Elefant oder eine Ameise? Glaubt ihr, es ist der Elefant? Na sicher, er ist ja viel größer. Wusstet ihr aber, dass nur eine Ameise 50 Ameisen ihres eigenen Gewichtes heben könnte? Und ein Elefant? Der kann nicht mal einen heben. Hierdurch zeigt sich also, dass eine Ameise viel stärker ist als ein Elefant. Das gleiche gilt für Fixies. Sie sind extrem stark für ihre Größe. Fixies können Dinge heben, die 100 Mal schwerer sind als sie selbst. Außerdem können sie 50 Mal so hoch springen wie ihre eigene Größe. Wenn Menschen so stark wie Fixies wären, dann könnten sie ganz alleine Autos hochheben. Ja, Tom Thomas, höchste Zeit fürs Krafttraining. Aber wie? Mit Hanteltraining. Oder wenn du magst, nimm meine Langhantel. Nein, danke. Ich nehme die Hantel meines Vaters. Die sind in seinem Büro, glaube ich. Oh, da ist eine. Und wo ist die andere? Da bist du ja. Ich krieg dich da raus. Komm schon, ich helfe dir. Es steckt fest. Also gut, aus dem Weg. Ich hol die gleich raus. Boah, klebt die am Boden oder was? Hey, was soll denn all der Lärm? Hallo, Simka. Wir kriegen die Hantel da einfach nicht raus. Na klar könnt ihr das nicht. Die Couch liegt ja oben drauf. Ach, deswegen geht's nicht. Ich dachte schon, ich hätte meine Kraft verloren. Gut, das bedeutet, dass wir die Couch hochheben müssen. Nie im Leben. Die ist viel zu schwer. Das schaffen wir. Tom Thomas, bring doch mal deinen Hockeyschläger her. Mhm. Mit einem Hockeyschläger kann man doch keine Couch hochheben. Das wirst du gleich sehen. Bitte. Hier ist er. Wie soll das gehen? Wir verwenden ihn als Hebel. Als Hebel? Aber klar. Ein Hebel funktioniert wie eine Wippe mit einem Brett, das auf einem Teil liegt, welcher ein Hebelpunkt ist. Bei einem Hebel ist jedoch eine Seite länger als die andere. Und das ist das Geheimnis seiner Stärke. Mit Hilfe eines Hebels kann man jedes Gewicht heben. Man muss nur den kurzen Arm des Hebels unter die Last stecken und den langen Arm runterdrücken. Und je länger dieser Arm ist, desto mehr Gewicht kann man heben. Und so kann ein Hebel Menschen stärker machen. Also, gibt's hier eine Hebelvorrichtung? Vielleicht diese Hantel. Ginge die als Hebelvorrichtung? Super Idee. Jetzt denkst du in die richtige Richtung. Bist du bereit? Auf geht's! Nimm dich drauf, Tom Thomas! Yippie!
es funktioniert. Ah. Ich bin so stark, seht ihr? Passt mal auf, wie ich Papas Hanteln stemme. Guck. Ich schaff das. Ich hab's dir gleich gesagt. Du hättest dir gleich meine Hanteln nehmen sollen. Aber ich hab doch eben die Couch gehoben. Das war's nicht, du. Das war der Hebel. Hast du noch nie das Sprichwort gehört, Wissen ist Macht? Doch, hab ich. Obwohl, ein bisschen mehr Körperkraft würde dir auch gut tun. Also nimm deinen Hebel, geh raus und spiel Hockey. Du weißt ja, dass Hockeyspieler sehr stark sind.